So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem YouTube-Kanal. Dieses Format heißt, was kostet, weil wir werden heute ein bisschen Preischeck machen hier in Ankara. Und wie ihr seht, ich bin mit Kind und Frau unterwegs. Wir wollten eigentlich mit dem Bus fahren, aber jetzt sind ein, zwei Busse vorbeigefahren. Und es sah mir jetzt nicht so aus, als wenn ich da zwei Kinderwagen unterbekomme. Okay. Ich habe der Frau hier gerade Platz gemacht. Sagt die zu mir, thank you. Ja, Touri Life ist on. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal ein Taxi anhalten, weil das sieht auf jeden Fall nicht gerade easy aus mit Kinderwagen in einem Bus hier. So eine Busfahrt hatte ich vorher abgecheckt. Ich habe so eine Buskarte, die habe ich aufgeladen. Da kostet es pro Person, egal wie weit du halt fährst hier in Ankara, 6 Lira. Ankara ist halt von der Fläche riesig und deswegen hat man weite Strecken, wenn man außerhalb wohnt, um halt zum Stadtzentrum zu kommen. Was so eine Taxifahrt kostet, ich vermute, da ich jetzt im Internet nachgesehen habe, mit 3,5 Lira pro Kilometer sollten wir ungefähr bei 140 Lira liegen. Mal gucken, ob der Taxifahrer das Taxometer anmacht und wie viel wir letztlich zahlen. So, wie man sehen kann, haben wir uns doch für den Bus entschieden, weil der einfach schneller war. Kam dann und dann haben wir gefragt, ob genug Platz ist. Und jetzt haben wir ganz am Heck von dem Bus quasi hier uns breit gemacht. Oh. Hm? Nee, doch nicht. Wir sind jetzt hier mitten im Stadtzentrum. Die Fahrt hat ungefähr 35 Minuten gedauert. Und ich korrigiere, es hat 10 Lira gekostet. Diesen Stadtteil hier oder dieses Zentrum hier nennt man auch Ulus. Ist so der ursprüngliche Stadtkern. Der ältere. So, wenn man jetzt hier dann weiterfahren würde, ist Kızılay. Ist so ein bisschen moderner. Wenn man jetzt hier die Straße runterfährt. Ist auch ein riesen Stadtteil auf jeden Fall zum Einkaufen, Essen. Ich sehe natürlich hier schon an der Masse der Menschen, was hier los ist. So ein bisschen sich koordinieren mit Kinderwagen. So. Ja, darf natürlich in einem Stadtzentrum nicht fehlen. Ein Denkmal für Atatürk. Und was sagst du? Schön? Also. Was machen wir zuerst? Wir laufen jetzt in Richtung, das ist eine Burg hier. Die Burg von Ankara heißt es übersetzt. Ich lasse jetzt einfach mal die Kamera laufen, dass ihr mal so ein bisschen checkt, was hier abgeht. Alter W202. Das ist so das türkische Lotto. Sesamringe ist das, was man auf jeden Fall auch mal eben so zu mitnehmen isst. 3 Stück 10 Lira. Alır mısın? He? Oldu mu Was halt hier nicht ist, man ist jetzt hier nicht auf Tourismus ausgerichtet, dass die Läden jetzt hier diese ganzen gefälschten Markenklamotten haben. Das ist jetzt hier eigentlich nur ausgerichtet für Einheimische, weil Touristen verirren sich eigentlich selten hin, außer halt die Türkdeutschen, die halt in den Urlaub kommen. Obwohl da hinten, dann sehe ich eine North Face Weste unter all den anderen Sachen. Der Bruder ist hier noch mit Masken unterwegs. Das ist auch hier typisch türkisch. Sonnenblumenkern, Kichererbsen, geröstete Nüsse,
Gepäck. Ein Wasser kostet 2 Lira. Das ist etwas über 10 Cent. Die sammeln hier irgendwelche Spenden. Der Bruder sammelt hier Plastik. Das wird er dann später verkaufen. Also er sortiert seinen Müll und verkauft dann Plastik und Papier. Das sieht man auch hier sehr, sehr häufig. Wer meinen Ägypten-Blog gesehen hat, in Hurghada, da habe ich das auch gezeigt, das ist auch typisch hier. Sehr viel unterwegs auf jeden Fall. So, ja, man sieht auf jeden Fall, es ist der alte Stadtkern. Hier. Textilien, Socken, halt das, was man alltäglich so braucht. Also wenn man jetzt hier irgendwie auf diätmäßig unterwegs ist, man schafft auf jeden Fall nicht unter 10 Kilo plus hier rauszukommen. Du bist eigentlich hier 24 Stunden nur am Fressen. Ich will gar nicht wissen, was ich in den paar Tagen schon so zugenommen habe zu mir. Ich bin eigentlich den ganzen Tag nur Gebäck am Essen, nur Teigwaren. Das ist nicht mehr normal, ey. Das ist auf jeden Fall nicht gut für die Hüfte. Das ist auch typisch hier, Goldläden. Also geradeaus geht es zur Burg, rechts hoch, Samanpazarı. Das ist so ein alter Markt, viel mit Textilwaren. Da oben kenne ich eine gute Adresse auch zum Essen. Da werden wir vielleicht mal vorbeischauen. Ja, das ist auch natürlich hier ein Hindernis, immer mit sehr hohen Bordsteinkanten. Das hat aber damit zu tun, dass sich hier diese ganzen Kanalsysteme, die sind nicht so gut ausgebaut. Und man ist natürlich hier prophylaktisch vorgegangen und hat die höher gebaut, falls mal hier Wasser fließen sollte, dass es dann auch auf der Straße bleibt und nicht auf die Gehwege schwappt. So meine Theorie. Hier Shisha-Laden, genau das Richtige für mich. Da werde ich gleich mal gucken, was ich noch brauche. Was sagst du? So. Ja, Schuhputzer, auch was Typisches. Also wenn man hier mit Lackschuhen, hier mit Sportschuhen, bringt das natürlich nichts. Aber wenn man der Lackschuh-Fetischist ist, dann kann man immer stylisch seine Slipper schön sauber halten. Ja, und hier, das ist so ein typischer türkischer Dolmuş. Die sind fast ausgestorben. Hier fahren sie noch rum. Die haben ja hier so ihre Kurzstrecken. Davon gibt es hunderte oder tausende, eher gesagt, in der ganzen Stadt verteilt. Man winkt die ran, steigt ein und gibt das Fahrtgeld durch. Also wenn da jetzt 10 Leute drin sitzen und du sitzt ganz hinten, dann gibst du dem Vordermann das Geld. Der gibt dem Vordermann das Geld, der gibt dem Vordermann, bis es zum Fahrer kommt. Und dann sagt der Letzte eine Person. Der rechnet das Geld ab und reicht es dann wieder nach hinten. So funktioniert das System da drin. Also die Burg ist da oben, da wo die Flagge weht. Wir haben uns jetzt umentschieden und gehen da jetzt nicht hoch. Ist viel zu warm und viel zu weit, viel zu laufen. Wir laufen jetzt nochmal quer über den Ulus in Richtung so einem Park, der Jugendpark, ich weiß nicht, wie man es übersetzt, Gençlik Parkı. So, hier hinter mir befindet sich eine Apotheke. Da hole ich immer meine Asthma-Spray, ich bin ein Asthmatiker. Und ja, jetzt denken viele, warum braucht er denn Shisha? Ich bin allergisch bedingter Asthmatiker. Und in Deutschland ist das immer so voll der Akt. Da muss ich zum Arzt, der muss mir eine Überweisung geben zum Lungenarzt. Der muss mir dann das, nachdem er mich behandelt hat, verschreiben. Das sind mehrere Laufgänge. Und hier zahle ich umgerechnet 10 Euro für so ein Spray. Nehme mir dann 2-3 Stück mit. Die reichen für mich ein halbes Jahr aus. Und netterweise hat er auch so ein Kühlpad noch reingepackt, weil das Ding muss gekühlt werden. Ja, und dann im nächsten Urlaub oder wenn jemand fährt, bringt er mir dann wieder eins mit oder ich kaufe mir selber wieder eins und so läuft das eigentlich schon seit Jahren. Also diverse Medikamente, auch zum Beispiel hier mal für die Freundin Frau Antibabypillen. Es gibt so eine Liste, da stehen die europäischen Namen drauf und dann kriegt man hier das gleiche Produkt mit den gleichen Inhaltsstoffen für viel, viel günstiger. Ah ja, da ist wieder Shisha-Laden hinter uns.
Also egal, was du aus der Apotheke in Deutschland orderst, kriegst du hier auch viel billiger und auch verschreibungspflichtige Sachen. Beste, effektivste Wasser bei dem Wetter. Das sind 5 Lira. So, wir befinden uns jetzt hier etwas weiter unten. Hier hinter mir ist dieser besagte Park, Gensdick-Parke, der Jugendpark. Diese riesen Moschee, letzten Mal, wo ich hier war, das war 2014, stand die hier noch nicht. Hier war ein riesen Parkplatz. Haben die auf jeden Fall echt was Schönes hingebaut. Und das sieht man auch sehr häufig. Polizisten an jeder Ecke. Leute, was hier an Verkehr los ist, ne? Lass mal hier über die Straße. Die Autofahrer da oben ist der Timer für die. Und für die Fußgänger ist der Timer auf der anderen Seite. Das ist auch wieder typisch. Hier vorne geht so eine zweispurige Straße rein. Und guck mal, wie viele Fahrer da in einer Reihe stehen. Das sind 5. Und jetzt aus 5 Spuren werden 2 reguliert. So, das ist hier der Eingang. So schöne Parkanlage angelegt. Kann man auf jeden Fall gut Zeit verbringen. Hier kann man was trinken, was essen. Und wenn man jetzt quasi um da hinten diesen Teich rumläuft, dann endet das Ganze, ne, ich glaube eher links rum, in einem Freizeitpark. Ah, da hinten sehe ich auch schon ein Fahrgeschäft. So, da hinten sieht man auch schon das Riesenrad. Das meine ich dann, da muss man dann auch Eintritt bezahlen. Da hinten zahlt man halt Eintritt, dann kommt man in diesen Freizeitparkbereich rein. Und hier vorne ist halt alles so Grünanlage, da ist einfach frei zugänglich. So, wir haben uns jetzt in so einen Chai-Garten, nennen die sich, gesetzt. Trinken aber jetzt mal einen türkischen Kaffee und zum Abgang mal Cola Zero. Ja, der gefällt's auch. Was man sagen muss, ist, dass die Türken sehr, sehr kinderfreundlich sind, was so Gastronomie angeht, wenn man draußen unterwegs ist. Ist ja in Deutschland meist nicht so der Fall, dass man mit Kindern immer so das Gefühl hat, sie sind nicht gerade so willkommen, gerade in Gastros. Das ist Lokum, ist so eine türkische Süßspeise. Sehr zäh von der Konsistenz her. Wer das noch nicht gegessen hat, ist auch extrem süß, aber lecker. So, ja. Wir haben uns mal den türkischen Mokka oder Kaffee in dem Fall mal gönnen. Man wird immer gefragt, wenn man sowas ordert in der Türkei, wie der Süßungsgrad sein soll. Mittel, viel oder wenig oder halt gar nicht. No, der ist gut. Bei uns nimmt man diesen Kaffee dann, tut das hier drauf, dreht das einmal um und dann kann man quasi aus der Tasse lesen. Ich mache das jetzt nicht, weil das gibt immer eine extreme Sauerei. Ich glaube, das ist nicht gern gesehen. Das ist auch hier typisch türkisch. Du kriegst halt so ein Buch, da steht die Rechnung drin, dann legst du Geld rein und dann kommt Restgeld zurück und dann lässt man Trinkgeld drin. Zwei türkische Kaffee, eine Cola Zero, 4,60 Euro umgerechnet. Ihr braucht auf jeden Fall verdammt starke Nerven, wenn ihr mit 2 Kleinkindern in so Städte fährt. Oder Stress, ja. Am liebsten würden wir den ganzen Tag hier rumlaufen, das geht aber nicht. Irgendwann ist dann halt auch Feierabend, ne? Der fragt jetzt, ob sein Bild krass geworden ist. Bruder, zeig mal direkt. Pack in Insta.
Komm jetzt hier. Grub Deckern Fotoshooting. Warte. Bruder, mach so, dass, als wenn ich nicht weiß, dass du mich fotografierst. So, Rückfahrt werden wir jetzt mit einem Taxi checken. Eigentlich wollten wir was essen gehen, aber wir haben eigentlich gar keinen Hunger jetzt aktuell. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zurück und checken mal ein Taxi aus. So eine Fahrt ungefähr von Düsseldorf nach Köln, von der Strecke her, hat gekostet jetzt hier 220 Tele. Das sind ungefähr 12 Euro, etwas mehr, 12,50 Euro oder so. Wahrscheinlich war das schon irgendwie der Nachttarif, weil im Internet stand es ein bisschen anders, aber er hat auf jeden Fall den Taxometer laufen lassen. Das ist auf jeden Fall irgendeine Tarifsache, denke ich mal. Mittlerweile der nächste Tag. Gestern war auf jeden Fall lichtverhältnistechnisch nicht mehr möglich zu filmen. Ja, wie ihr seht, so ein ganz klitzekleiner Eindruck. Es ist natürlich schwierig, eine 5 Millionen Metropole in 20 Minuten zu erklären. Das geht einfach nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit der Kamera. Wir sind natürlich hier nicht in irgendeiner Touristikmetropole, wo jetzt ohne Ende Leute irgendwie aus Europa rumlaufen. Aber dennoch möchte ich sagen, dass die Türkei ein sehr gastfreundliches Land ist, mit sehr herzlichen Menschen. Bei uns ist auch nochmal das Gimmick so, dass es die Barriere von Mensch zu Mensch ist ein bisschen geringer als in Europa, finde ich. Weil man spricht sich hier in den häufigsten Fällen mit Bruder und Schwester an, auch wenn man sich gar nicht kennt. Das zeigt so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Es werden sicherlich noch weitere Eindrücke von Land und Leute folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen, kommentiert das Video. Mit den Worten verbleibe ich und wünsche euch eine gute Restwoche. Hinterhof Jargon, bleibt gesund. Peace out.